Minecraft, willkommen zur 22. Folge von Sky Factory Projekt. Ja, wir haben letztes Mal noch festgestellt, dass wir hier einen Hammer zu wenig haben. Den müssen wir uns jetzt noch schnell bauen. Der ging ja gar nicht so schwer. Dazu brauchen wir einen Hammer. Zwei Eisen Pressure Plates und sowas hier. Genau. Den können wir uns dann hier noch reinpflanzen. Außerdem habe ich hier schon ein bisschen mal drumherum gebaut. Insert. Extract without Redstone. Insert. Gut, das passt jetzt schon mal alles so. Also die Einstellungen passen. Dann machen wir das hier so. Und etwas Glas. Dann machen wir das hier. Können wir schön reingucken. Da kommt auch noch so einer hin. Und hier in die Ecke kommt was Besonderes und da auch. Und deshalb ist hier noch offen. Den Stein kann ich nicht wegnehmen, sonst läuft mir die Lava raus. Aber wir müssen uns jetzt um den Strom kümmern. So, und dazu müssen wir hier mal kurz eine kleine Plattform bauen, dass wir hier ohne Probleme langlaufen können. Ich glaube, ich ziehe die mal einfach durch. Unser Versorgungsweg sozusagen. Können wir eigentlich ohne Probleme hier hinsetzen. So. Wir müssen jetzt Kabel bauen. Conductive Iron haben wir noch. So, wir brauchen jetzt mal die Minimumversorgung an Kabeln. Dann brauchen wir einen Energiespeicher. Da machen wir noch mal so eine Leadstone Energy Cell. Glas. Oh, geht mit dem Glas nicht. So. Diese haben wir, dann müssen wir die noch. Die da brauchen. Ein Redstone Elektrum. Elektrum haben wir auch noch Glück gehabt. Redstone. Dann brauchen wir, glaube ich, nur noch Kupfer. Sehr gut. Kabel haben wir, die Energy Cell haben wir. Jetzt muss ich nur mal kurz gucken. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, jawohl. Und hier dürfte eigentlich nichts mehr sein. Sehr gut. Und dann kommen hier Kabel dran. Und hier Energy Cell, nicht so weit hintergehen. So, die versorgen das jetzt mit Elektronik. Da war die Lava. So. Wenn wir jetzt facen, dann ist links der Ausgang.
hoffe mal, das stimmt. Solarzellen, Aluminium und Glas. Ich hoffe mal, ich habe hier noch Aluminium drin, sonst war der Weg wieder umsonst. Wie immer. So. Aluminium. Da hauen wir jetzt einfach mal einen Haufen raus. Hier haben wir noch ein bisschen was. Gold hätten wir auch gleich noch mitnehmen können. Wir brauchen auch noch ein paar Redstone Reception Coils. So, also ein Glas. Wir brauchen eine 8er-Zahl, gell? Ne, brauchen wir nicht. Wir sind ja noch viel zu weit vorne. So. Dann bräuchte ich mal noch ein bisschen Holz. Zum Glück pflanze ich hier gerade immer wieder die Bäume an nach. Sonst hätten wir wirklich ein Holzproblem. So eine Baumfarm wäre auch eine Geschichte. Die könnte ich vielleicht mal unten in Angriff nehmen. Ein Stück haben wir, 16 haben wir, das ist perfekt. Es gibt nämlich zwei Solarzellen. Gut, schlafen. Damit wir gleich testen können, ob das alles funktioniert, so wie wir uns das denken. Und da ist noch Holz. Gut, dann gehen wir mal nach hinten. Pflanzen die dahin. Der hier arbeitet. Hat natürlich kaum Energie, weil einfach viel zu wenig produziert wird. Aber es funktioniert so, wie wir das denken. Gut, das heißt, wir brauchen noch mehr Holz, um noch mehr Solarzellen zu bauen. Aber wir können die Schritte vorher schon mal abarbeiten. Zwölf ist eine doofe Anzahl. Sorry, wir haben jetzt einfach mal das Ganze hier durch. So. Dann brauchen wir noch ein bisschen Redstone. Hauen wir auch da rein. Und jetzt hängt es gerade nur am Holz. Wobei wir mal gucken, ob drüben wieder was gewachsen ist. Ich glaube, ja, da haben wir auch noch Bäume. Wir müssen die Energieversorgung da drüben deutlich erhöhen. Ich habe ja gedacht, ich hätte genug Holz. Ja. Dachten wir. Oh, da ist
nicht so gut. Fans brauchen wir jetzt im Moment nicht. Aber hier habe ich gerade gedacht, ich habe doch noch ein bisschen Erde. Sollte da jetzt Erde rein? Nee. Okay. Da unten steht schon wieder ein Enderman rum. Es wäre fatal, wenn wir da jetzt so ein so irgendwas anderes draus craften. Das dahin und die dahin. Dann haben wir noch mal zwei größere. So, der saugt noch nicht ab. Der saugt nicht ab, das ist doof. Wie heißt denn diese Karte hier? Storage Modul. Storage Modul. Okay. Ein Redstone. Eisennugget. Goldnugget. Können wir bauen. Und eine Kiste brauchen wir auch noch. Und jetzt fängt es schon wieder an, schwierig zu werden. Dann müssen wir hier mal ein bisschen den Baumbau beschleunigen. Liegen lassen. So, und unten kommt, glaube ich, ne, ich habe es falsch so rum. Und hier kommt Eisen hin. So, und die Zweier ist gleich, nur dass das hier da ist und das hier Gold Ingots sind. Und die Dreier sind Goldblöcke. Okay. Quarzblöcke. Wir belassen es mal bei der Zweier. So, jetzt hauen wir die da rein und sehe da, es funktioniert. Insert. Ja, wird alles gleich abgesaugt. Das will man aber nicht. So wollen wir das. Ja, Name. Name. So. Also wir haben eine Autoproduktion an. Habe ich da das Upgrade drin? Ich glaube ja. Ich könnte auch einfach noch einen Hebel bauen. Gut, gut, sehr gut. Gut, dann machen wir jetzt noch kurz eine Schönheitsgestaltung. Und zwar mit Carpenterblöcken. Ja, ihr hört richtig. Carpenter. Brauchen wir erstmal den Hammer. Und dann brauchen wir erstmal wissen, wie die da nochmal gehen. Okay.
Sticks. Carpenter Hammer, damit wir die umdrehen können. Und dann brauchen wir noch diese Wedge Stops. Können wir hier mal gucken, dass wir das hier so richtig hinkriegen. Genau so nämlich. Ja, alles schön versteckt. Das ist weg. So, jetzt hoffe ich mal, dass das funktioniert. Und der Stein uns nicht abfackelt. Aber soweit ich weiß, bekommen die ja die Eigenschaften von dem Objekt, wo du einbaust. Und demher sollte dann nichts passieren. Jetzt muss man nur noch die richtige Form finden. Die ist nicht. Ist. So. Und dann hat das Ganze schon ein bisschen Style. Das ist natürlich noch viel zu wenig Strom, was wir hier hinten haben. Und das ist alles ein bisschen langsam. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge wieder. Wenn wir genug Holz haben, dann werden wir das da noch mehr befeuern mit Energie. Und dann geht es auch ein bisschen flotter. Mir gefällt es soweit eigentlich schon ganz gut. 18, 18, 22. Ich glaube, wir müssen noch mal ein bisschen Gas geben, was hier Glas betrifft, die Teile hier. So, und jetzt haben wir kein Obsidian, kein Aluminium mehr. So, Holz haben wir auch keins mehr. Wieder an allem Mangel. So, aber ich bedanke mich bei euch für die heutige Folge. Wir haben es geschafft, von der Auto-Steinproduktion bis zur Auto-Dust-Produktion alles hinzukriegen, was wir wollten. Wir haben da hinten ein paar Solarzellen. Die müssen wir... Ich sollte mal vielleicht gucken, ob ich die nicht sogar noch eins upgraden kann. Weil ich glaube, wenn die eins abgegradet sind, dann arbeiten die auch in der Nacht. Solar. Das ist eigentlich günstig herzustellen und Machine Frame mit Tin eigentlich auch. Das hier müssen wir halt machen. Und das sollten wir vielleicht machen, bevor wir die hier wieder neu verkraften. So, also im Induction Smelter, das machen wir glaube ich gleich. Ja, Induction Smelter. Haben wir ja gar nicht. Induktion. Invar Redstone Reception Coil. Invar sind Eisen und Nickel. Eisen, Nickel. Dann haben wir da mal noch ein bisschen Invar durch. Dann sind wir in der nächsten Folge bereit, hier richtig loszulegen mit großen Solarzellen oder größeren, sagen wir es mal so. Solar. Auf jeden Fall. Invar.
Haben wir ja schon neun. Was müssen wir da machen? Achso, den Induction Smelter müssen wir bauen. Irgendwo schon. Invergiers, also brauchen wir 8, 9, 10. Ich will den jetzt noch schnell bauen, damit wir das bis zum nächsten Mal durchlaufen lassen können. Machen wir das Eisen hin? Wir haben kein Eisen mehr. Wo ist das Eisen hin? Mann. Ah, doch, ich habe das schon in den Dings da rein. So, Ingwer. Maschinenframe. Ich brauche noch ein Tin Gear. Hier Glas haben wir zum Glück auch noch direkt dabei. Nein, jetzt haben wir vergessen, das andere zu bauen. So, Induction Smelter. Sehr schön. Warum bauen wir einen Induction Smelter? Wenn das jetzt geht, dann fresse ich aber einen Besen. Solar. Wenn ich die Dinger jetzt. Ne, kann ich nicht. Okay. Okay. Ist okay. Config. Nichts rechts. So, also Lapis und die da werden befeuert und dann kommen da diese Solarpanels raus. Gucken wir mal. Jawohl. Gut, das läuft jetzt durch. Dann können wir nächste Folge dickere Solarzellen bauen. Dann brauchen wir nicht mehr ganz so viel von diesen Teilen. Das ist dann schon mal von Vorteil. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, Minecraft.